Moin, heute gibt es wieder mal eine schnelle Nummer und zwar einen grünen Bohneneintopf. Und wenn du wissen willst, wie ich den mache, Naomis Art, dann bleib dran. Zunächst mal nehme ich hier ein Stück dicke Rippe, schütte dazu 1 Liter Wasser und dann lassen wir die ganze Chose erstmal kochen. So, dazu sind jetzt noch die grünen Bohnen gekommen, 2 Mettwürstchen, die Grippe haben wir schon drin, gewürzt haben wir das Ganze jetzt nur mit Bohnenkraut und etwas Brühe und weiter köcheln lassen. Ich habe mich jetzt etwas später dazu entschieden, ein Video zu drehen, weil man muss ja auch mal was Gesundes und Nahrhaftes zeigen, ne? So, wir haben natürlich noch, wie ihr sehen könnt, habe ich gerade vergessen, ein paar Kartoffeln in Würfel geschnitten, gleichzeitig mit der dicken Rippe kochen lassen. Eine Zwiebel noch und dann, wie gesagt, die dicke Rippe, die Mettenden, fertig. Die ganze Aktion hat ungefähr oder ziemlich genau 50 Minuten gedauert, also bis es essfertig war. Es kommt dann in dem Fall bei der dicken Rippe drauf an, wie dick das Stück Fleisch ist. So, aber schaut es euch an, es ist wirklich eine geile Sache, muss man ja sagen. Also wir machen jetzt zum Beispiel dicke Rippe oder eigentlich immer bei dem grünen Bohneneintopf eine dicke Rippe und die Mettenden, weil wir es über 2 Tage essen. Und dazu gehört natürlich hier im Ruhrpott bzw. im Wanne-Eickel oder Herne eine Knifte oder ein Brötchen mit dick Butter und natürlich noch zum Nachwürzen der Nektar der Götter Maggi. Leute, das muss einfach sein. Maggi drauf und ich bin der glücklichste Ralle der Welt. Egal, so, wie gesagt, Maggi, jetzt schmeckt das erstmal richtig. Ja, das war schon eigentlich soweit mein kleines Kurzvideo in Sachen gesunde Ernährung. Ja, wir essen das gerne zur kälteren Jahreszeit. Ist zwar jetzt nicht mehr so offiziell, aber heute war es ein bisschen kühler. Wir haben Hunger drauf gehabt. Also haben wir dann gemacht. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, hier Abo nicht vergessen. Ja? Liken, freut den Kommentar. Ne? Wisst ihr ja, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralle. Ciao.